Ja, Hallöchen. Es ist ich, euer Garten Küchenfuchs. Wir werden jetzt kurz ein paar Zombies schlachten, damit ihr mich besser verstehen könnt. Achtung, Zugbetrieb. Suche ich Wenn Sie mal schnell die Abstand von der Bahnsteigkante Optionen, sehen, die treten Sie bitte Einstellungen. den kennzeichnenden Bereich erst nach Halt des Zuges. Ja. Wo sind hier jetzt die Einstellungen in dem Spiel? Ganz ehrlich, ich habe es noch nie getestet. So. Jetzt. Jetzt geht's los. Wir schlachten jetzt hier die ersten Zombies ab, und zwar mit Daryl Dixon als Partner. Bekannt natürlich aus der Serie The Walking Dead. Wir stehen hier übrigens am Bahnhof hier in Beiersdorf. Und haben jetzt die erste Zombie-Horde weggeballert. Boah, ziehen wir mich mal ein bisschen weiter hoch. Na, so könnt ihr mich jetzt auch mal beim Zocken sehen. Wenn man es überhaupt so nennen kann. Ist ja eigentlich nur eine kleine Handyspielerei. Oh, das ist doch nett. Gegen ein paar Banditen, Räuber, also sprich gegen Menschen dürfen wir jetzt auch ran. Haben auch Achtung, die Zugbetrieb. Wenn Sie Räuber Abstand von der Bahnsteigkante problemlos betreten Sie bitte den abgeschlachtet. kennzeichnenden Bereich erst nach Halt des Zuges. Und ja, ich rauche nebenbei. Und das an dem Bahnhof der Deutschen Bahn. Hier The Walking Dead, Our World. Ist wirklich ein sehr, ich will jetzt nicht sagen witziges Spielchen, aber doch irgendwie. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf auf diese Begegnung. Ich liefere jetzt erstmal den den Überlebenden ab. Ja, ich wurde gerade befördert zum Anführer. Finde ich gut. Zum Anführer dieser Gruppe hier. Da kümmern wir uns mal kurz um diesen Befall. Hier diese schweren Viecher, die sind unheimlich schwer zu stoppen. Verzeihung, diese schweren Streuner. Oder auch Walker. Ja. Wir müssen den Befall jetzt fünfmal bereinigen. Und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir eine Belohnung. Ich fürchte allerdings, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, um den Befall fünfmal zu bereinigen, da jetzt irgendwann mein Zug kommen wird. Was haltet ihr eigentlich von den Leistungen der Deutschen Bahn, Leute? Würde mich mal interessieren. Was für Erfahrungen habt ihr so gemacht mit der Deutschen Bahn?
Und wie zufrieden seid ihr mit der Bahn? Fahrt ihr überhaupt mit der Bahn? Oder fahrt ihr mit dem Auto? Seid ihr mobil? Ja, hier sieht man, nach jedem Level gibt es eine Belohnung. Und ja, wir ziehen es jetzt einfach mal durch. Allerdings müssen wir hier aufhören, sobald wir in den Zug einsteigen. Weil ja, da haben wir verloren. Weil das Spiel hat eine feste Internet-Anbindung und wenn der Zug zu schnell fährt, dann kommt das Spiel nicht mehr hinterher. Deswegen stoppen wir dann einfach mal die Aufnahme und ich sage ciao, ciao, arrivederci, shalom und goodbye. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Garten- und Küchenfuchs. Euer Garten- und Küchenzocker. Euer Garten- und Küchen-Zombie-Schlachter.